Hey Leute, ich begrüße euch zu meinem neuen Let's Play New Super Mario Bros. U. Ja, wir haben heute den 1.12. und seit gestern habe ich die Wii U. Und ihr seht, habe ich ja auch schon Spielstand mit einem Kumpel zusammen gestern noch angefangen. Und ja, ich finde es echt geil, die Wii U. Macht richtig Bock und wir werden dieses Spiel natürlich jetzt auch hier anfangen zu zocken. Natürlich werden wir einen neuen Spielstand anfangen. Und wie, ja, ja, schon dort, ja. Und natürlich wollen wir hier keine Zeit verlieren und natürlich direkt in die ersten paar Level einschalten. So, ich spiele mit dem Pad natürlich. Und jetzt starten wir. Ja, das ist ziemlich cool. Ich kann eigentlich direkt hier über mein Pad spielen. Da sehe ich auch alles, aber jetzt gibt es erstmal ein kleines Video über die Geschichte, so was jetzt abgeht. Das können wir erstmal angucken. So, was sehen wir da? Da kommt Bowser mit seinen kleinen Kindern oder Geschwistern und macht auf dicke Welle. Wo? So. Und da sehen wir die Erneuerung dieser Story. Peach wird ganz schön führt. Wir werden sondern weggeschmissen und... ja, müssen einfach wieder zurückkommen. Ja, diesmal bleibt Bowser direkt bei Peach und entführt sie nicht. Das ist mal was ganz Neues. Warum auch nicht, ne? Und damit geht das Abenteuer für uns los und wir müssen versuchen, zurück zum Schloss zu kommen, um Peach zu retten. Ja. Aber Peach müssen wir immer noch retten. Aber okay. Sollte doch kein Problem werden. Hoffe ich doch mal. Also dann teilen sich die ganzen... Ich glaube, das sind die Kinder. Ich glaube, es waren die Kinder oder so. Ja, der sieht voll aus. Und es sieht echt Hammer aus, also... Jetzt guckt euch das mal an, sieht doch genial aus. Jetzt sind wir im Eichenhain und können direkt ins erste Level starten. Machen wir auch. Und das erste Level sollte jetzt eigentlich nicht so das Problem werden. Und Goomba tot. Und okay. Ja, genau so starten wir das Let's Play direkt mit einem Fail. Ja. Das ist der... ja, wie soll man es nennen? Das war jetzt einfach nochmal echt schlecht. Ich habe den da oben richtig gesehen. Ah, ihr seht, hat der den neuen Pilz schon in der Hand und... oh, klasse. Das lief gestern besser, ja? Aber... kein Problem. Das geht schon. Das sind jetzt die ersten Level und... da macht man doch nicht so viel Stress und da jetzt so, als haben wir den neuen Pilz und... ich wollte da hoch. Ich weiß nicht wie. Ach, der kann ich eigentlich jetzt hier? Nee, geht nicht, schade. Zwei Spieler Modus konnte man. Es gibt ein. Okay, hab ich bekommen. Im Zwei Spieler Modus kann man über das Touchpad Blöcke setzen. Das ist ziemlich cool. Also, das ist eine unglaubliche Erleichterung. Also, kann man das Leben echt leicht machen. Aber naja. Hier funktioniert das jetzt leider nicht. Schade. Aber okay. Ah, ich meine, ich könnte auch einfach für mich selbst, also ich kann das einfach einstellen, dann einfach mit Fernbedienung spielen. Und das Pad einfach daneben liegen lassen. Also haben wir das gestern auch gemacht. Wir haben beide mit Fernbedienung gespielt und ja. Irgendwas? Nein. Also wie gesagt, wir haben beide mit Fernbedienung gespielt und das Pad lag daneben. Weil mit Pad kann man nicht spielen als zwei Spieler, dann ist das echt nur, ist nur so eine Hilfe. Also nur, das ist eigentlich ziemlich cool, die Hilfe. Aber, ja. Ziemlich cool. So sind wir an viele Stellen gekommen, ohne wirklich Probleme. Also, sind wir dann,
Da hätte es eigentlich ganz anders machen müssen, tun können. So. Kriegen wir die letzte noch? Ja, sauber. Da gibt es ein Leben für. So, jetzt haben wir wieder. Jetzt haben wir 6 Leben. Wo haben wir denn eben das 5. wieder bekommen? Hm, ne, da ist noch nix. Kein Problem. Also natürlich, ich will ja auch alles sehen und erkunden. Wow. Ah, ich hätte da oben auch drücken können. Okay, was ist denn für ein Ultrasprung? Nein, okay. Aber ich weiß, dass hier irgendwo... So, die letzte Schmutz nehmen wir egal, aber... Ah, guck, wie hoch der mit springen kann. Hm. Ist schon extrem hoch, der Sprung. Keine Ahnung, ob das nur hier in den Einspielmodus geht. Und sauber. Das Ganze nach oben geschafft. Das haben wir gestern, als ich mit einem Kumpel, haben wir das nicht einmal geschafft, ganz oben an die Fahne zu kommen. Ah doch, er einmal, als er mir vom Kopf gesprungen ist. Ja, aber sonst nie. Eine echte Enttäuschung war das. Gut, damit haben wir Level 1 von 1 geschafft. Da können wir natürlich nach Level 2 gehen. Oder nach Level 2? Ins Level 2, ne? Ja, und jetzt gibt's hier direkt die Feuerblume. Aber irgendwie... Ah, der neue Flieger, also das neue Flieger-Team finde ich schon ziemlich cool. Also es ist nicht so leicht wie auf der Wii mit dem Propeller, also das war wie soll man es nennen, das war wirklich zu einfach. Und cool sieht's aus. Boom, Goomba tot und... Hä? Ja, klar. Zu spät gerutscht. Ist auf dem Arsch. Naja, okay, aber jetzt kriegen wir bestimmt hier eine Voll... Okay, wir kriegen keine Vollblume. Ah, da oben bestimmt, oder? Ach, schon. Danke. Ein Gummi haben wir erwischt, immerhin. Und so viele Röhren. Da könnte überall was drin sein und... So, jetzt machen wir hier mal zack, zack. Sauber. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Safe. Erstmal Mittelpunkt speichern, dann können wir hier rüberlaufen. So, und da gibt es einfach noch mehr Münzen für. Ach, kein Problem. Und Applaus. Danke, danke. Das sind Schnittchen gewesen. Ich brauche da oben gar nicht die... Feuerblume. Gut. Ich habe irgendwas mit... Ja, schon ein paar Tasten. Ich habe die gar nicht gedrückt. Ich habe einfach gewackelt. Ich weiß nicht, was die genau davon wollten, oder? Habe ich den Knopf gedrückt? Ich hätte die beiden drücken können. Wackeln ist auch dieser Knopf hier. Also ich muss gar nicht wackeln. Ich kann einfach den hier drücken. Ich brauche mal. Ja, aber nicht so. Verdammt. Kommst du bitte wieder? Ja, sauber. Und jetzt brauchen wir dich. So. Zack. Yeah, das erste kleine Geheimnis. Und ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, weil wir haben das letzte Mal das Ding falsch rum aktiviert, daher konnten wir nicht hier hoch, aber... Okay. Jetzt weiß ich, wo die Sternmünze war. Gut. So, natürlich versuche ich auch alle Sternmünzen zu bekommen. Also ich versuche, ich werde alle Sternmünzen sammeln. Irgendwann würde ich sie alle haben. Oh ja.
mit meiner Stampfattacke und der Mega-Vibration gerade auf den Gamepad ging hier alles ab. Und zack, alle Sterne nutzen. Yeah. Also bis jetzt läuft das hier alles richtig, richtig gut. Und das freut mich. Aber ob hier irgendwie wieder so ein goldenes Gedöns kommt, keine Ahnung. Mal sehen. Gab's doch auf den 3DS irgendwie, wenn man da 1 Million Münzen gesammelt hat oder so. Und ey, das ist für ein Leben. Gut, jetzt haben wir jetzt schon 12 Leben. Und yeah, jetzt haben wir sogar 13 Leben. Level beendet. Wunderschön, wunderschön. Gut, damit können wir jetzt... Ah, ins Pilzhaus, okay. Und zum ersten Zwischenboss. Und jetzt passiert erstmal hier auf der Burg was. Mario! Ja, er übernimmt langsam die Burg. Er hat wohl keinen Bock mehr auf seine eigene. Aber wir begeben uns jetzt erstmal ins Pilzhaus und wähle einen Block aus und du bekommst... Ah, okay. So, merken, 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 merken. Okay. Der hier war... Hä? Nein! Nein! Voll verkackt, ey. Ich hatte so ein Pech aber auch. Ich habe mir das Falsche gemerkt. Eigentlich habe ich mir den Pilz gemerkt. Das ist okay. Das heißt, keine extra Items für uns. Gut, fängt das jetzt gerade nicht an, aber... Ach, ist kein Problem. Wer braucht schon extra Items? Keiner. Keiner. So. Und zack, das haben wir schon kommen sehen. Oder das haben wir schon kommen sehen. So, ein, eine Eisblume. Yeah, dann können wir jetzt hier zack. Können unsere Gegner erstmal ein bisschen freezen. Das ist doch wunderbar. So, jetzt einfach mal hier reinspringen. Und gibt es denn noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Keine Ahnung, wo man denn da hin kann. Naja. Naja, man kann da hin, weil man da hin kann, ne? Haben die sich gedacht. Okay, keine Ahnung. Irgendwie wollte ich eigentlich... Ah, okay. Hier gibt es aber einen geheimen Ort und da gibt es noch eine Münze und... Oh, das war knapp. Und jetzt... So wird das nichts. Ich muss mal gucken, wie ich da sonst hochkomme. Überlegen, überlegen, überlegen. So wird das nichts. Ah, okay, hier verschwindet Anlauf. Nee, auch nicht. Klar, jetzt hast du so eine Blume verloren. Aber wie komme ich da hoch? Ist von hier aus? Irgendwie von hier aus denn bestimmt, oder? Nee, da fahr ich einfach direkt runter. Ja, zu zweit war das einfacher, da konnte ich aber den Weg dahin machen, mit den Blöcken. Klasse. Oh, das war knapp. Oh, klar. Ein versteckter Block, ein versteckter Block. Natürlich. Kann man eigentlich hier über Touchpad irgendwie sowas sehen? Nee, keine Ahnung. Aber ja, wer kommt denn auf einen versteckten Block? Das ist doch nicht nett hier. Egal, wir haben jetzt 2 von 3 Münzen wieder. Und so eigentlich bisher läuft es ja alles sehr gut. Da sind eben auch noch die ersten paar Level.
Das sollte doch nicht so das Problem werden. Hoffe ich doch mal. Wow, das war knapp. Wow, das ist genauso knapp. Und, ah, okay, das ist eine Röhre und... Boom! Gut, wir haben alle drei Münzen, das heißt eigentlich ist mir völlig egal, was jetzt hier noch so abgeht. Ich will einfach nur zum Endgegner. So, und natürlich müssen wir hier abchecken. Sabosa Junior. Ja, und den Gegner hier, den gab es damals, glaube ich, in New Super Mario Bros. 3. Ich glaube, New Super Mario Bros. 3 war das. Da gab es genau diesen kleinen, also genau diesen Gegner hier. War schon ziemlich cool. Ja, und da auch so, oh. Okay, das ist gut, dass wir einfach mit Feuer einfach niederbrennen. Brennen, mein Freund, brennen. Sauber. Haben wir ihn fertig gemacht. Pum. Schön. Gut, irgendwie kannst du deine Spielereignisse mit Gedanken an einen mitteilen. Okay. Ah, okay, da kann ich jetzt hier so allen mitteilen, dass ich cool war. Weißt du? Ja, komm, machen wir jetzt mal. Irgendwie posten alle Nutzern, ja, ohne Spoiler, mit Spoiler, ach, ohne Spoiler, okay. Von den ersten Nutzern der Mies musst du das, ja, okay. Speichern, ja, sauber. Speichern beenden, okay. Danke. Gut, Leute, damit haben wir es bis zur ersten kleinen Burg geschafft. Partlänge optimal und dann sehen wir uns im nächsten Part und ich freue mich auf das Spiel. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Bis zum nächsten Mal und ciao.